Hallo und willkommen zurück zu Ableton Live Insider Tipps. In dem letzten Tutorial hatte ich euch über die Options Text Datei erzählt und dass man da mit bestimmten Befehlen eben noch einige interessante Sachen in Live benutzen kann, die es sonst nicht gibt. Wenn ihr nicht wisst, wie und wo die Options Text Datei erstellt werden muss, solltet ihr euch vielleicht das erste Tutorial angucken, weil ich werde jetzt nicht da nochmal ins Detail gehen. Und das, was ich da als erstes erklärt habe, ist auch ganz interessant. Und zwar machen wir hier einfach mal die Options Text auf. Und das ist der erste Befehl, den ich euch gezeigt hatte. Und als nächstes werde ich euch zwei weitere erklären. Und zwar ist das Enable Map to Siblings. Und Auto Adjust Macro Mapping Range. So. Ihr müsst da echt sicherstellen, dass ihr das genau so schreibt, auch immer mit diesen Großbuchstaben für jedes Wort extra. Und dann könnt ihr das einfach speichern. Und dann starten wir jetzt mal live, um zu sehen, was man da mitmachen kann. Nachdem wir nun live gestartet haben, zeige ich euch mal, was der Enable Map to Siblings Befehl überhaupt macht. Und zwar, wenn sagen wir haben hier einen Drum Rack und wir wollen zu den Makros mappen. Und wie ihr seht, habe ich jede Menge Ketten hier drin enthalten. Das heißt, es ist wirklich eine ganze Menge. Und wenn man dann jeden Parameter einzeln mappen würde das Ewigkeiten dauern. Sagen wir mal, wir wollen hier einfach die Lautstärke mappen. Das heißt, Rechtsklick zu Makro 1 zuweisen. Dann ist das hier zugewiesen. Und was aber dadurch jetzt auch funktioniert ist, man hat hier einfach plötzlich den extra Befehl Map to all Siblings. Der ist allerdings nur auf Englisch enthalten. So, das heißt, hier habe ich 55 andere Ketten, zu denen ich mit dem einen Klick jetzt mappen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, was habe ich überhaupt, welche Kette, die Kette hatte ich ausgewählt. Da hatte ich es gemappt, jetzt gehe ich einfach mal zur nächsten. Und wie ihr seht, die sind alle auch genauso gemappt. Auf einmal. Und wir hatten ja auch gleichzeitig den Auto-Adjust Macro Mapping Range Befehl eingefügt. Und was der eben macht, ist, dass der den Wert von dem Parameter als das Minimum annimmt. Das heißt, in dem Fall ist das auf minus 6 dB eingestellt und das ist jetzt dann das Minimum. Normalerweise, wenn man das mappen würde, wäre das jetzt auf minus 36 dB, würde das dann einfach runterspringen, was ziemlich nervig ist, weil man das dann alles wieder zurücksetzen muss. Und so hat man das dann einfach das automatisch das Minimum gesetzt, was dieser Parameter haben kann. Das war's schon. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.